Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Wir Menschen, wir sind schon eine ganz besondere Spezies und wir sind neugierig. Wir wollen unbedingt diese Welt verstehen, in der wir leben. Und das ging schon los im 18. Jahrhundert, da waren schon schlaue Köpfe, die sich hier Gedanken gemacht haben und die erste Mosaikbausteine zusammengetragen haben zu diesem großen Ganzen, zu diesem Bild, mit dem wir ja zumindest schon ansatzweise erahnen, wie die Zusammenhänge sein könnten. Natürlich ist es noch unvollständig, natürlich werden wir nie aufhören, daran zu arbeiten, aber hier wurden schon mal die ersten Pflöcke eingeschlagen. Und das ist gewissermaßen eine Geschichte der Naturwissenschaft, gleichermaßen wie eine Geschichte der Natur. Und Harald Lesch hat einen Vortrag dazu gehalten in der Weimarer Halle. Den haben wir natürlich für Sie aufgezeichnet und da wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Also die Geschichte der Natur, ein unglaubliches Thema, und ich steige gleich mal ein, nachdem Sie gesehen haben, was der große Meister, Goethe hat unglaublich viel über Natur geschrieben, er hielt ja seine naturwissenschaftlichen Studien, namentlich seine Farbenlehre, für das Wichtigste und Beste, was er je gemacht hat. Und also er wollte ernst genommen werden, eben nicht nur als Dichter, sondern auch als Wissenschaftler, als Naturwissenschaftler, in einer Zeit, wo man sagen kann, das war die Generation, die zum ersten Mal voll von der Aufklärung erfasst war. Nämlich, kann ich mit meinem kognitiven Apparat, mit den 1,5 Kilogramm da oben, kann ich wirklich was von der Welt verstehen? Und zwar nicht nur so an der Oberfläche, sondern kann ich sie durchdringen? Kann ich erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und das Jahr 1800 ist insofern schon ein ganz wichtiges Jahr, als hier etwas auftaucht, was im weiteren Verlauf der Wissenschaftsgeschichte von großer Bedeutung ist, dass nämlich empirische Forschung, die vor unseren Augen liegt oder über unseren Köpfen hängt, auf einmal beginnt, historisch zu werden. Das sind historische Naturwissenschaften und das ist was ganz anderes, als einfach nur ein Experiment im Labor zu machen, sondern du möchtest gerne wissen, wie ist das entstanden, wie ist es gekommen, was wir da vor uns sehen. Und die wichtigsten Fragen in den Naturwissenschaften sind nach wie vor die großen Fragen der Biologie, der Astronomie und der Geologie. Also wie ist das Leben entstanden, wie ist der Kosmos entstanden, wie hängt das miteinander zusammen und natürlich, was macht unser Planet mit uns. Und damals ist so ein bisschen der Übergang hat angefangen, mit all den großen Heroen, die Sie, kleine Randbemerkung, in der Ausstellung kennenlernen können, auf ganz nachgerade grandiose Art und Weise, wirklich. Also da gibt es ein Verfahren, das also, finde ich super. Sie legen da sowas hin, Space Paper heißt das, und dann kriegen Sie sofort alles um diese Person herum dargestellt. Es ist hervorragend. Also gehen Sie lieber gleich morgen hin, weil danach wird wahrscheinlich der große Run losgehen. In dieser Zeit geht es los von einem statischen Weltbild zu einem dynamischen Weltbild, von der Substanz zum Prozess. Und es geht nicht mehr nur um Raum, sondern natürlich, wenn man nach der Entstehung von etwas fragt, das kann man ja bei jedem Ding sinnvollerweise tun, dann tritt auf einmal eine Dimension auf, die immer größere und größere Bedeutung gewinnt, die für uns immer große Bedeutung hat, weil wir alle wissen, dass unsere Zeit abläuft. Es ist nicht irgendeine Zeit, sondern es ist eines der wichtigsten, wenn nicht das Allerwichtigste, was wir in unserem Leben haben. Und dann kommt es eben dazu, dass wir in der Geologie und der Biologie, in der Astronomie, wir haben drei große E's, aber alle laufen immer darauf, Entstehung, wo die Entwicklung, wie ist unser Planet so geworden, wie er geworden ist, wie ist das Leben geworden, wie es geworden ist und wie ist das Universum geworden. Und jedes Mal wieder geht es um Dynamik, um Prozesse und um Zeit. Denn wenn Prozesse ablaufen, dann spielt das vorher eine Rolle. Dann geht es nicht darum, irgendwie so eine neutrale, objektive oder neutrale, zeitlose Reproduziermaschine von Experimenten zu machen im Labor, sondern es geht darum, die Natur so, wie sie tatsächlich ist, die Wirklichkeit, wie sie tatsächlich ist, darzustellen und versuchen, was hängt da mit wem zusammen. Ja, aus den Jahren in dieser Zeit werden sich große Theorien entwickeln. Aus diesen Anfängen dieser historischen Wissenschaften werden sich ganz wichtige Vorstellungen über die Welt entwickeln und wir verstehen das heute besser denn je. Das wird der Gegenstand des Vortrags sein. Was Sie also momentan erleben, ist sozusagen nur die Vorgruppe. Also in der Geologie ist die Plattentektonik und die Planetenphysik ganz wichtig. In der Biologie natürlich solche Fragen wie Mutation und Selektion. Was wird angeboten? Auf welchem Niveau wird es angeboten? Und die Fitness. Und in der Astronomie ist es die Kosmologie und die Astrophysik, die daraus wird. Und das Interessante ist, dass eben in dieser Zeit eben auch die Instrumente geschaffen werden.
Da wird eine unsichtbare Strahlung entdeckt. Der Herschel im 1800 findet die unsichtbare Strahlung jenseits des Roten, also hinter dem Roten, das Infrarote. Ritter wird 1801 das Ultraviolette, also jenseits des Blauen, erkennen, wird damit die erste Fotografie der Welt machen und ist wenige Tage, nachdem er das entdeckt hat, ich glaube einen Tag später, ist er schon hier in Weimar und erklärt Goethe, was er da gefunden hat. Aber um diese Zeit werden auch große erste Bausteine des physikalischen Weltbilds, nämlich des klassischen physikalischen Weltbilds, gebaut. Die Elektrodynamik, Namen wie Faraday, Oersted und viele andere, Ampere, Volta und so weiter, tauchen auf. Und die Thermodynamik, die Wärmelehre, beginnt eine Rolle zu spielen. Und vielleicht wissen Sie es nicht, aber die Zeit spielt in der Thermodynamik eine überragende Rolle. Es gibt nur ein einziges physikalisches Naturgesetz, nämlich den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, der die Zeit als aktiven Agenten besitzt. Nämlich, da geht es darum, wie die Entropie, wie das Maß an Unordnung oder noch an zu leistender Arbeit in einem System ab- oder zunimmt, drinsteht. Das ist der einzige Satz, der dir sagt, es gibt kein Perpetuum mobile. Wenn du Energie aufwendest für irgendwas, dann wird immer ein Teil der Energie verschwinden. Die kannst du nie wieder zurückholen. Du kannst die Zahncreme nie wieder in die Tube zurückpressen. Der Aufwand ist dramatisch. Vor allen Dingen kriegt man nie wieder die Streifen so hin. Das ist schon ein ziemlich gutes Beispiel. Und in dem Zusammenhang wollte ich einfach mal sagen, um 1800 wurde also die Infrarotstrahlung entdeckt, 1801 die Ultraviolettstrahlung, 1824 findet der Franzose Fourier heraus, bei der Berechnung der Oberflächentemperatur der Erde, 1824. So also steigt die Temperatur gerade durch das Dazwischenstellen der Atmosphäre, da die Wärme in Lichtform, also als solare sichtbare Strahlung, leichter in Luft eindringt, als wenn sie sich erstmals in Form der Chaleur obscure, also als Infrarotstrahlung befindet. 1824 wird festgestellt, dass die Temperatur auf unserem Planeten nur deshalb so hoch sein kann, weil die Atmosphäre die Infrarotstrahlung der Erde in Teilen absorbiert. 1824. Das ist der Treibhauseffekt. 1824. Der hatte noch keine Ahnung von den Molekülen. Der wusste noch nicht, warum die Moleküle das tun. Kleine Randbemerkung. Unsere Atmosphäre besteht aus Sauerstoff und Stickstoff im Wesentlichen. Diese Gase sind völlig uninteressant für Infrarotstrahlung. Die Moleküle, die die Infrarotstrahlung stoppen, heißen Wasser, H2O, CO2, Kohlendioxid, Methan und Lachgas, die Stickstoffoxid. Und dann gibt es noch ein paar Ersatzstoffe für FCKWs, für Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Ist das nicht irre? 1824 findet ein Franzose heraus, durch relativ einfache Überlegung, dass unser Planet nie im Leben so warm wäre, wenn nicht die Atmosphäre die Infrarotstrahlung der Erde in Teilen absorbieren würde. Also die Sonne ist nicht das einzige Objekt, das die Oberfläche unseres Planeten bescheint, sondern es gibt praktisch noch, ja, wie soll man sagen, diese Wärmelampe Atmosphäre. 1824, da war noch alles gut, da gab es noch 280 Teilchen pro Million. Auch das wird ja oft gesagt, wie kann denn so wenig Zeug eigentlich so einen Effekt haben? Aber wenn Sie sich überlegen, in einem Kubikzentimeter Luft sind 10 hoch 20 Teilchen. Und wenn es also 200 Teilchen pro Million sind, ja, also eine Million, 200 pro Million, sind 10 hoch 4, das heißt, in einem Kubikzentimeter sind immer noch 10 hoch 16 von diesen Teilchen drin. Und diese Teilchen sind die einzigen, die Infrarotstrahlung absorbieren. Alle anderen tun es nicht. Dieses O2 und Stickstoff ist kein Problem. Damit hat die Infrarotstrahlung nichts zu tun. Also wenn Sie da nächstes Mal wieder mit irgendjemandem reden darüber und solche Argumente gebracht werden, vielleicht haben Sie hier Gelegenheit, das eine oder andere klarzustellen. Gut, also das ist unser Planet damals. Also natürlich war der Ort bekannt, man weiß natürlich, wo man steht, aber die Größe war unklar. Also die Entdeckungen waren immer noch nicht gemacht, wie groß der Planet wirklich ist. Die Landvermessungen, die dann später gemacht wurden, die waren hochinteressant. Entstehung war unbekannt, die Entwicklung war unbekannt, die Wechselwirkung mit dem Universum war unbekannt und das Alter auch. Das Alter der Erde war unbekannt. Man hatte keinen Schimmer, wie alt das Ding wirklich ist. Es gab diese Rechnungen, wo einer mal in der Bibel alles zusammengerechnet hat und dann einen Strich drunter gemacht hat und dann behauptet hat, es wäre ein paar tausend Jahre alt und irgendwie am 23. Oktober morgens um 9 Uhr in Babylon entstanden. Da kann man vielleicht, kleiner Gruß an den amerikanischen Vizepräsidenten, der ist ja so ein Anhänger von dieser kurzen Zeitskala,
Aber im 18. und dann eben im 19. Jahrhundert drängt es immer mehr und mehr nach vorne die Frage, wie alt ist unser Planet, wenn die Dinge damals in der Vergangenheit, also so gelaufen sind wie heute, also Prinzip der Aktualität, dann kann man praktisch an der Art, wie zum Beispiel Wasser Boden abträgt, also sagen wir mal 1 Zentimeter pro Jahr, kann man aus der Tiefe einer Schlucht darauf schließen, dass unser Planet richtig alt sein muss, wenn das damals schon so war. Wenn also die Naturgesetze nicht nur jetzt gewirkt haben, sondern schon früher so. Okay, und dann war schon klar, also die Erde muss älter sein. Dann kamen die Biologen mit ihren Funden der Fossilien und erklärten, man bräuchte da schon also ziemlich viel Zeit, also einige Millionen, wenn nicht Milliarden Jahre, wurden da angesprochen. Und erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es zum ersten Mal jemand, der gesagt hat, naja, also wenn die Sonne, wir brauchen ja die Sonne, damit unser Planet lebensfähig ist, wir brauchen, also wenn die Sonne also nur aus ihrer eigenen Masse praktisch die Energie rausholt, also dadurch, dass die Gravitation auf diesen Körper drückt, wird er heiß und diese Hitze kann man sich in Leuchtkraft, also in Energie pro Zeit, in Leistung verwandeln, dann wäre also Helmholtz war derjenige, der das ausgerechnet hat, also 30 Millionen Jahre mehr ist nicht drin. So ein bisschen Khrushchev-artig. Niet, niet, niet. Was die anderen alle behauptet haben, es wären Milliarden Jahre, ging nicht. Die Physiker hatten im 19. Jahrhundert keine Möglichkeit festzustellen, wie alt die Erde ist. Das ist völlig unklar gewesen. Und natürlich das Phänomen Leben, so wie wir es heute kennen, wie man es auch damals schon kannte, in allen Variationen, Entstehung unbekannt, Entwicklung unbekannt. Und dann begann also mit dem 1. Januar 1800 sozusagen, ein paar Jahre vorher, ein paar Jahre nachher, begann diese unglaubliche Geschichte der Natur und der Naturwissenschaften. Heutzutage können wir die komplette, das ist das, was ihr erwartet. Ich habe es ja gesagt, Sie wissen gar nicht, was auf Sie zukommt. Das ist eine Granate, der Vortrag, den habe ich also praktisch noch bis zur letzten Minute jetzt noch dran gearbeitet. Also es beginnt mit dem Anfang, es geht um die Elementarteilchen, wir werden ein bisschen was machen zur Hintergrundstrahlung, wie ein Planetensystem sich entwickelt, unser Planet. Ich werde nicht so viel darüber sagen können, wie das in der Biologie ist, weil das einfach zu komplex wird. Aber ich möchte einfach darauf hinweisen, dass heute auch der Mensch mit seinen kulturellen und kognitiven Leistungen längst im Zugriff der empirischen Wissenschaften steht. Man möchte gerne wissen, wo stehen wir, und sogar unsere kulturellen und unsere ethischen Vorstellungen könnten letzten Endes alle was mit der Evolution zu tun haben. Evolution, Entwicklung, das ist der zentrale Begriff dieser Form der Darstellung, und das gehört zum sogenannten Naturalismus. Wir versuchen jetzt, die Geschichte der Natur zu erzählen, indem wir sagen, wir entwerfen ein kosmisches Gesamtbild, also ein Weltbild. Wir schreiben auch dem Menschen in diesem Universum einen bestimmten Platz zu, nämlich mindestens dem des Untersuchenden, also das, was machen Menschen, wenn sie Wissenschaft betreiben. Das ist eine ganz wichtige Sache. Was treiben wir da eigentlich? Und wir versuchen, das wird nicht so wichtig werden, aber ich will es einfach nur mal sagen, dass wir natürlich sogar versuchen könnten, die Fähigkeiten von uns in Form dieser naturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden so anzusprechen, dass wir rausfinden könnten, warum finden wir manche Dinge schön und warum manche nicht. Woher kommen unsere Werte? Könnte man das vielleicht sogar aus der Natur ableiten? Da werden große, sehr, sehr große Diskussionen geführt. Und jetzt kommt der Hammer. Das ist der entscheidende Punkt. Und alle, die Sie in der Ausstellung, in die Sie ja morgen gehen werden, dann kennenlernen werden, die haben alle was damit zu tun, dass sie sich bemühen, herauszufinden, was tatsächlich dahinter steckt. Manchmal werden nur durch Zufälle irgendwelche Entdeckungen gemacht, aber dann hören diese Leute nicht auf. Ich würde sie fast als Terrier bezeichnen. Die beißen sich fest. Die wollen es wissen. Die wollen wissen, tatsächlich, was steckt dahinter? Was ist das? Und die lassen sich von niemandem mehr davon wegbringen. Manche reisen über die Welt, wie Alexander von Humboldt, und machen sonst was für irrsinnige Dinge, um rauszufinden, was der Fall ist. Da wird sogar, selbst wenn ein Vulkanausbruch ist oder irgendwie die Erde bebt, da wird erstmal ein Thermometer in den Boden gerammt, auch wenn der noch so sich schüttelt, das ist egal. Was die alles, diese galvanischen Experimente, die gemacht werden, also unglaubliche Dinge. Also man nimmt alles Mögliche auf sich, und das wird daran gipfeln, dass wir später im 20. Jahrhundert formulieren, jede empirische Hypothese muss an der Erfahrung scheitern können. Oder wie Gerhard Vollmer es mal so schön gesagt hat, wir irren uns empor. Das heißt also, was wichtig wird, sind Beobachtungen, Messungen, gezielte Experimente zu machen. Und wenn dabei Irrtümer aufgedeckt werden, dann wird man versuchen, sie zu beseitigen. Wie heißt es schön? Don't take it personally. Auf keinen Fall.
Ja, die Natur gehört dir nicht, du bist nur einer, der versucht rauszufinden, was dahinter steckt. Und wenn du mit deinen Ideen da nicht richtig liegst, dann musst du eben weitermachen. Das klingt natürlich jetzt sehr schön, aber in Wirklichkeit ist es natürlich, also kann ich Ihnen sagen, man ist schon ziemlich sauer. Ja? Ja, wenn man da also mal so, die ganze Zeit hat man sich einer Idee und dann muss man feststellen, nee, war falsch. Ja, dumm gelaufen, ja. Das ist natürlich toll, wenn man das kann, erstens persönlich und zweitens, wenn es einem auch erlaubt wird. Also Stichwort Wissenschaft, die von der Gesellschaft finanziert wird. Wissen Sie, ich kann mich ja bei solchen Vorträgen immer nur bedanken, dass ich in einem Land lebe, wo mich die Gesellschaft alimentiert als Professor an der Universität und mir die Gelegenheit gibt, für den Rest meines ganzen Lebens das zu tun, was ich vielleicht am besten kann und was ich auch am liebsten mag. Dafür, wie ich damals die Berufungsurkunde gekriegt habe, habe ich gedacht, ich habe sie nicht mehr alle. Ich bin immer wieder an meinem Zimmer vorbeigegangen und habe dann nochmal gelesen. Harry, du bist jetzt Prof, das ist nicht zu fassen. Sie machen sich keine Vorstellung, das ist ein unglaublicher Moment. Aber viele von denen, die Sie da in der Ausstellung kennenlernen, das sind Privatleute, die sind gar nicht an der Universität, die sind da noch gar nicht drin. Die sind sozusagen, also man kann auch nicht sagen, dass es Hobby ist, sondern es treibt sie einfach um und sie bringen sehr, sehr viel von sich und ihrem persönlichen Leben da unter. Da müssen auch viele in der Familie müssen darunter leiden. Also, wichtig ist, ja doch, also zum Beispiel, ich weiß von meiner Frau, die sich sehr mit William Herschel beschäftigt hat, dass zum Beispiel seine Schwester, während Herschel also seine Spiegel geschliffen hat, hat seine Schwester ihn gefüttert. Nur das ist bekannt. Was sonst noch, also mein Füttern ist ja nur die eine. Und wenn man sieht, auf was für Geräten die da, es ist, naja, also zurück zur Sache, entschuldigt. Also alle realen, das ist jetzt ganz wichtig, alle realen Systeme, einschließlich des Kosmos als Ganzem, unterliegen der Evolution. Das heißt, wir sprechen jetzt hier, oder ich spreche jetzt hier im Wesentlichen über ein Selbstorganisationsphänomen, dass die Natur sich also selbst organisiert. Es bilden sich komplexe Strukturen von unten und das ist sozusagen das 1800 beginnt dieser Weg hin in die Natur, um herauszufinden, was tatsächlich los ist. Und es beginnt damit, dass wir in der größten Geschichte aller Zeiten sofort mit einem unglaublichen Anfang beginnen, nämlich, dass die Naturgesetze überall im Kosmos gültig sind, überall. Dafür wird 1600 Giordano Bruno sein Leben verlieren. Er wird am Campo di Fiori in Rom hingerichtet. Und das ist natürlich hat auch etwas, wenn man sich das überlegt, was Chauvinistisches. So eine kleine Gattung auf einem Planeten behauptet, eine Allaussage über das gesamte Universum machen zu können. Das ist zunächst einmal ein rein philosophischer Ansatz, um zu behaupten, wir sind der Durchschnitt, wir sind nichts Besonderes. Also das, was bei uns passiert, kann überall im Kosmos passieren. Das steckt dahinter. Also, hier haben wir den großen Anfang, die Entstehung von Struktur. Wir werden dieses ganze Diagramm werden wir durchlaufen. Und wichtig ist, Kosmologie ist eben immer nur etwas, was innerhalb des Universums Aussagen machen kann, über das Innere. Und mich hat neulich erst jemand wieder angerufen, der wollte einfach nur, Herr Professor Lesch, hatte ich mein Telefon offen, und ich will einfach nur wissen, wohin expandiert das Universum. Sag ich, keine Ahnung. Oh, Sie wissen es auch nicht, sag ich, nee. Kann ja auch keiner wissen, woher denn. Ja? Also wo hinein expandiert denn das Universum oder was war vor dem Urknall? Da gibt es ja die tollsten Antworten. Vor dem Urknall, ja, da hat Gott die Hölle geschaffen für Leute, die solche Fragen stellen und so weiter und so weiter. Also alles sowas. Gut. Also, das ist die große Geschichte. Es gibt kein Davor, es gibt kein Außerhalb, es muss einen Anfang geben. Und das Wichtige ist dabei, dass man zum Beispiel das Allergrößte mit dem Allerkleinsten zusammenbringen kann. Gleich von Anfang an, dass Sie mal sehen, was für eine unglaubliche Potenz dahinter steckt, hinter diesem Verfahren, dass man nämlich aus der Teilchenphysik etwas sagen kann, wie der Anfang des Kosmos gewesen sein muss. Wir werden gleich sehen, warum wir der Meinung sind, dass das Universum expandiert, sich also ausbreitet. Gestern war es also kleiner und so weiter, vorgestern war es noch kleiner. Und wie klein kann denn das Allerkleinste überhaupt gewesen sein und so weiter. Und dann stellt man fest, dass wir tatsächlich den Anfangszustand des Universums bis zum gewissen Teil tatsächlich in großen Beschleunigern, da wo die Energien sehr hoch sind, wo die Temperaturen sehr hoch sind, die Energiedichten sehr hoch sind, dass genau das tatsächlich überprüfbar ist. Wir können das zusammenbringen. Wir kommen bis zu einer Trillionstel, fast bis zu einer Billiardstelsekunde nah an den Urknall heran. Eine unglaubliche Verbindung, das Allergrößte mit dem Allerkleinsten. Und
Auf der anderen Seite haben wir natürlich ein Phänomen, das noch was ganz anderes darstellt, nämlich Selbstorganisation. Das geht ganz von alleine. Das Universum entwickelt sich hier, ohne dass irgendjemand von außen eingreift, sind offenbar die Naturgesetzlichkeiten tatsächlich so, dass aus diesem expandierenden etwas, was werden kann, was ja auch immer gleich ein Verstoß gegen die Vernunft ist, wenn man denkt, mein Gott, wenn das auseinandertreibt, wenn das alles total auseinandertreibt, wie kann sich denn überhaupt irgendwas in diesem Universum bilden? Ich meine, warum ist es nicht alles völlig gleichmäßig? Warum gibt es dann Inseln der Natur oder Inseln der Materie, die dann ein bisschen dichter sind? Wir werden gleich sehen, wie das funktioniert, wie Galaxien entstehen, wie innerhalb dieser Galaxien wiederum Sterne entstehen und um manche dieser Sterne herum sogar Planeten und dass auf diesen Planeten dann eine Materieform sich entwickelt, die dann an so einem Abend wie heute hier sitzt und einem den Iren zuhört. Ja. Also man muss ja immer dran denken, dass man ja auch noch selber dabei ist. Ja, also eine ganz kurze Geschichte des Universums lässt sich folgendermaßen erzählen. Es fing unglaublich heiß an und hörte sehr kalt auf. Stephen Hawkings Geschichte des Universums ist ja schon kurz, aber das ist noch kürzer. Es beginnt heiß, dicht und homogen und endet kalt, dünn und geklumpt. Ja, so. Ja. Tatsächlich, das Ding reißt auseinander, es gibt verschiedene wichtige Phasen, aber das Entscheidende ist, dass wenn wir heute rausgucken, das können Sie jeden Abend selber machen, Sie können einfach jeden Abend eine kosmologische Erfahrung machen, gehen Sie einfach raus, gucken sich den Himmel an und Sie sehen Sterne. Das sollte Sie schon sehr wundern, denn wenn Sie den Astronomen glauben, für einen winzigen Moment mal, dann sind viele von diesen Objekten sind richtig weit weg. Nicht nur ein Lichtjahr, sondern ein paar tausend Lichtjahre. Das bedeutet, zwischen Ihrem Auge und diesem Stern gibt es fast nichts, was das Licht verschluckt hätte. Ansonsten würden Sie die Dinger gar nicht sehen. Doch. Wie kommt denn Licht zu dir, wenn es einfach weg ist? Ich kann mich ja mal, ja, haben wir hier eine Wand? Ne? Nee. Also, das Universum muss unglaublich leer sein. Fast total leer. Also die Milchstraße hat eine mittlere Dichte von einem Teilchen pro Kubikzentimeter, das Universum ein Teilchen pro Kubikmeter. Da ist nichts los da draußen, gar nichts. Wenn Sie am Rand eines Galaxienhaufens ein einzelnes Elektron wären, dann müssten Sie 22 Millionen Jahre darauf warten, bis Sie ein anderes Elektron treffen. Und dann? Tja, was dann? Dann stoßen Sie sich auch noch ab, weil Sie beide die gleiche Ladung haben. Mein Gott, was für ein deprimierendes Universum. Grausig, ja. Grauenhaft. Aber so ist es. Das Universum ist so leer, weil es diese Materieinseln gibt, wo sich das gesamte Material mehr oder weniger zusammengezogen hat. Und wir haben das rausgefunden mit einem Effekt, den Sie auch kennen, dem Doppler-Effekt, nämlich bei Schallwellen ist es ganz klar, die Quelle kommt auf Sie zu, der Ton erhöht sich, die Schallwelle entfernt sich von Ihnen, der Ton wird tiefer, das geht bei elektromagnetischen Wellen genauso. Wenn was auf Sie zukommt, wird die Frequenz höher, es wird blauer, wenn sich etwas von Ihnen entfernt, wird es röter. Das heißt, man müsste eine Rotverschiebung beobachten. Und tatsächlich sieht man das auch. Die Rotverschiebung bedeutet, die Galaxien entfernen sich von uns. Das ist das Licht, elektromagnetische Strahlung der Sterne in einer Galaxie, die ist ziemlich weit weg. Beobachten wir praktisch bei allen Galaxien. Und so kam man auf die Idee, dass das Universum expandiert. Dass die Galaxien selber nur so, ja, so Inseln oder so Schiffe sind, die auf der expandierenden Raumzeit sich bewegen und dabei immer weiter und weiter voneinander sich entfernen. Und hier kann man das mal in der Simulation sehen. Hier oben läuft die Zeit. Aber was wir vor allen Dingen eben sehen, es fliegt auseinander und trotzdem bilden sich solche Inseln. Das heißt, es gibt kleine Überdichten, an manchen Stellen nur, wo die Dichte groß genug ist, sodass sich Galaxien bilden. Das liegt nämlich an der Königin der Kräfte, der schwächsten aller Kräfte, der Gravitation, die aber nicht abschirmbar ist. Sie haben keine Chance, es gibt keine Ladungen in der Gravitation, also positiv und negativ, da wäre ja die Gesamtladung null, sondern Gravitation ist immer anziehend, da können Sie machen, was Sie wollen. Und deswegen bilden sich dann tatsächlich solche Galaxien aus. Aus vielen kleinen Galaxien werden allmählich immer größere und dabei wird das Universum immer leerer und leerer. Und was Sie hier sehen, ist etwas, was die Freunde im 19. Jahrhundert noch nicht zur Verfügung hatten, nämlich Zeitmaschinen. Es gibt keine Maschinen, die man in der Zeit zurücklaufen, aber wir können mit Hilfe der Computer können wir Vorgänge, die niemals in unserer Lebenszeit untersuchbar wären, auf einmal untersuchen. Und so können wir zeigen, wie sich das Universum allmählich strukturiert. Nämlich riesige Leerräume, die umgeben sind von solchen Wänden, in denen sich Galaxien zu Galaxienhaufen verdichten, zu Galaxien-Superhaufen verdichten und so weiter. Wir können aber auch eine
Spiralgalaxie mal ein bisschen genauer angucken. Wie sieht es denn da aus? Da sieht man nämlich, dass tatsächlich das Universum sich noch weiter strukturiert. Alle diese roten Flecken, die Sie hier sehen, sind Sternentstehungsgebiete. Da bestrahlen junge Sterne das Gas, das interstellare Medium, das so dünn ist, dass es uns erlaubt, noch andere Sterne zu sehen. Hier diese dunklen Wolken, das ist das Material, meine Damen und Herren, aus dem wir alle gemacht sind. Alle. Das sind die Filamente aus Staub und Gas, in denen Sterne entstehen. In solchen gewaltigen Spiralgalaxien vollzieht sich ein Materiekreislauf, wie wir nachher noch sehen werden, der seit vielen, vielen Milliarden Jahren die Elemente verwandelt und 92% von uns bestehen aus Sternenstaub. So sieht es aus. So sehen Galaxien aus und hier entstehen Sterne und in diesen Sternentstehungsregionen, da war auch irgendwann mal die Sonne. Gucken wir uns das mal an, das ist die Orionwolke. Das sind alles Beobachtungen letzten Endes, die nur möglich sind, weil es die Infrarotstrahlung gibt. Wenn wir solche Wolken anschauen, sichtbar, dann sehen wir eben gar nichts mehr. Aber wenn wir mit Infrarotteleskopen da reingucken, dann sehen wir Protosterne. Das ist ein Stern, der gerade erst geworden ist. Der ist vielleicht 100.000, 200.000 Jahre alt. Astronomisch gesprochen ist das eine Sache von jetzt, sofort. Und davon gibt es viele. Wenn wir uns dann die Bilder anschauen von solchen Wolken, in denen Sterne entstehen, dann sind das solche kalten, eiskalten Dunkelwolken, in denen sich übrigens alle möglichen Moleküle inzwischen finden lassen. Blausäure, Ameisensäure, Methylalkohol, Ethylalkohol und sogar die einfachste Aminosäure, Glycin. Alles das scheint sich in diesen Wolken zu bilden. Kohlenstoffchemie ist da. Und warum ist das so? Weil die Wolken kalt sind. Wenn etwas kalt ist, dann hat es keinen thermischen Druck. Und dann kann die Gravitation richtig zugreifen und baut auf diese Art und Weise eben Sterne auf. Wahnsinn! Wenn man sich das wieder anschaut, unter welchen Bedingungen kann das passieren, dann kann man das wieder im Computer tun und kann sich dann überlegen, also sobald hier an einer Stelle irgendwo die Dichte ein bisschen erhöht ist, wird daraus ein Stern. Der Stern wird anfangen zu strahlen, wird seine Umgebung beeinflussen. Und das hier sind solche Gebiete, in denen irgendwie Sterne entstehen werden. Gucken wir uns das, ich hoffe, das kann man aus der Ferne ein bisschen besser sehen als von der Ferne, da ist es nämlich ein bisschen schwammerig. Aber wir werden jetzt gleich sehen, wie an einer ganz bestimmten Stelle, nämlich mitten in dem Ding da drin, auf einmal immer mehr und mehr Sterne auftreten. Also wir sehen uns diese hohen Dichten an, die Gravitation ist dort besonders stark, dann bilden sich Sterne und dann fangen die natürlich sofort an, etwas zu tun, was auch viele von uns immer wieder irritiert. Wieso dreht sich eigentlich alles? Das hat was mit Drehmoment zu tun. Wenn zwei schwere Körper aneinander vorbeifliegen, dann fangen die sofort an, sich zu drehen. Also nur dann, wenn etwas sich zentral trifft, gibt es keine Rotation. Aber hier sieht man, wie Drehung entsteht, wie zum Beispiel Systeme entstehen, zu denen immer wieder Gas hinfließt. Das heißt, es bilden sich viele Sterne in so einem Objekt aus und nicht nur eben ein Stern wie unsere Sonne, von dem gleich noch die Rede sein wird, sondern viele andere auch. Und hier, Achtung, das wird gleich mitgerissen, das ist alles Gravitation und Rotation. Das ist der Grund, weshalb die Planeten um unseren Stern sich bewegen und so weiter. Gucken wir uns mal an, was ist so ein Stern? Also Sterne sind was ganz Einfaches. Der Druck, den der Stern hat, der balanciert seine Schwerkraft. Und wodurch entsteht der Druck? Früher dachte man, der Druck entstünde, ein schöner Konjunktiv, entstünde durch die Gravitation selber. Und dann lebte aber auch nur 30 Millionen Jahre. In Wirklichkeit hat sich dann herausgestellt, ist alles viel komplizierter. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, also 100 Jahre nach dem Jahr 1800, beginnt auf einmal die Entdeckung der Kraft der Atomkerne. Radioaktivität und der alte Kelvin, der übrigens mit Helmholtz zusammen diese 30 Millionen Jahre ausgerechnet hatte, der sagte dann, ich bin jetzt schon zu alt für dieses Modell, ich glaube, aber deswegen bleibe ich lieber bei dem Alten, aber ich glaube, das Richtige, das ist die Wahrheit, liegt in den Atomkernen. Sternphysik ist also Kernphysik. Wer hätte das gedacht? Und schauen wir uns an, wie sowas aussieht. Also wenn wir in unseren Stern hineingehen, unsere Sonne hat einen Radius von 700.000 Kilometer, das heißt, wir wären eigentlich mit Lichtgeschwindigkeit in zwei Sekunden, etwas mehr als zwei Sekunden im Innern unseres Sterns und schauen uns an, was da passiert. Da ist der Druck so hoch, dass Atomkerne miteinander verschmelzen. Achtung, hier kommen gleich zwei an. Batsch. Und dabei wird Energie frei. Fusion, das ist die Kernfusion, dabei wird Energie frei, aus Wasserstoff wird Helium allmählich. Das heißt, ein Stern ist etwas, das die Masse in Energie verwandelt und einen Teil dieser Energie eben abstrahlt. So kann man also feststellen, dass wie viel Masse die Sonne in jeder Sekunde verliert, ist allerdings angesichts ihrer Gesamtmasse, das lässt sich gut merken, 333.000 Erdmassen. 333.000. 333. Genau, wissen wir Bescheid.
Das lässt sich gut merken. 333.000 Erdmassen und ein solcher Stern, den hat man ja lange Zeit, war das nur eine Idee, eine physikalische Hypothese, bis man dann tatsächlich gemessen hat, welche Teilchen aus dem Inneren eines solchen Sterns rauskommen. 27 Megaelektronenvolt an Energie kommt daraus. Das mag Ihnen auf den ersten Blick nichts sagen, bedeutet aber letzten Endes eine unglaubliche Energieproduktion, die, Achtung, darauf kommt es an, auf dieses Bild hier unten, das ist der Kern unseres Sterns. Aus diesem Kern kommen die Teilchen und bei jedem von uns fliegen pro Sekunde durch unseren Daumennagel so viele von diesen Teilchen, wie es Sterne in der Milchstraße gibt. Das sind Neutrinos. Diese Teilchen sagen uns, dass da innen drin tatsächlich Kernprozesse stattfinden. Und das ist nicht nur Wasserstoff zu Helium, denn hier sitzt ja auch Kohlenstoff. Ja, wir atmen Stickstoff, wir sind aus Sauerstoff. Wo kommt das alles her? Das wird in Sternen erbrütet und man sieht hier vor allen Dingen, während Wasserstoff zu Helium bei einem Stern, der 15 Sonnenmassen hat, noch immerhin 10 Millionen Jahre dauert, wird es nachher immer kleiner und kleiner. Zum Beispiel die Verschmelzung von Kohlenstoff hin zu höheren Elementen dauert nur noch wenige tausend Jahre, bei sehr hohen, knackigen, also 600 Millionen Grad. Also da geht es schon zur Sache. 1 Milliarde Grad, nur noch wenige Jahre, wenn Neon sich auf jeden Fall zu Sauerstoff und Magnesium, Sie wissen schon, Magnesium gehen die Krämpfe in den Waden, hier. Sauerstoff wird aber auch zu Silizium für unsere Computer, Schwefel für die Streichhölzer, Eisen. Und bei Eisen ist dann Feierabend. Das dauert nur noch wenige Tage und dann fängt so ein Stern an und explodiert. Jetzt fragen Sie sich natürlich, verdammt nochmal, es gibt doch schwere Elemente als Eisen. Genau, und die entstehen genau in so einer Explosion. Dann, wenn auf einmal Energie zugeführt wird, dann entstehen alle schweren Elemente. Das sind gewaltige Explosionen und ich verrate Ihnen vielleicht nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass wir alle von einer solchen Supernova abstammen. Die ist nämlich tatsächlich 25 Sonnenmassen schwer gewesen. Unglaublich. Und so sieht es dann aus, wenn man sich das genauer anschaut. Deswegen kann ich den Witz nochmal machen. Hier Magnesium gegen die Krämpfe, Silizium für den Computer, Schwefel für die Streichhölzer und Eisen fürs Blut. Elementspedition Supernova just in time und das gesamte Periodensystem der Elemente, auch das, was hier so sitzt, Phosphor in unserem Adenosintriphosphat, Jod für die Schilddrüse, Fluor für die Zähne, alles, Gold, nach dem wir streben und so weiter und so weiter, alles hergestellt durch einen gewaltigen Prozess und das ist übrigens schon ziemlich früh, hat man darüber nachgedacht, woher kommt denn das eigentlich alles? Ich habe ja vorhin hier gestanden, ich weiß es noch genau, und habe gesagt, natürlich kann man bei jedem Ding sinnvollerweise fragen, woher kommt denn das? Woher kommt das ganze Material, was hier so sitzt? Wie kommt das? Wie kommt das zustande? Die Frage, was war davor? Was war der Anlass dafür, dass Materie sich so strukturiert und nicht anders? Warum? Wie konnte es passieren, dass eben diese Materieinseln entstehen, in den Materieinseln weitere Materieinseln und so weiter? Und wir sind jetzt bei den Sternen angekommen. Wir sind noch nicht mal da, wo wir eigentlich hinwollen. Durch den Kollaps, das Material bricht unter seiner eigenen Schwerkraft zusammen, dadurch entstehen Sterne. Einige von ihnen geben über Winde und Explosionen das Material wieder zurück, reinvestieren. Also hier wird reinvestiert und dann können eben neue Sterne entstehen, aber vor allen Dingen durch chemische Prozesse können Stoffe entstehen, die dann zu Planeten werden. Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie, wie es passiert. Ach, Sie sehen es nicht. Schade, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt, dass du mich jetzt hier verlässt. Ach, Gott sei Dank, gut. Eine Scheibe, in der wiederum Gravitation darüber entscheidet, dass in einer solchen Gasscheibe, die sich um einen jungen Stern herum gebildet hat, auf einmal Planeten entstehen. Und die sind die ersten. Jupiter und Saturn bei uns in unserem Sonnensystem waren die ersten Planeten, die innerhalb weniger Millionen Jahre entstanden sind. Weniger Millionen Jahre. Und dann waren die da. Und hier, sowas kann man im Computer zeigen, wie schnell sowas geht. Und wir können uns angucken, Wie sehen denn solche Sternentstehungsgebiete aus? Das hier ist kein UFO. Das ist eine Scheibe um einen jungen Stern, der da strahlt. Und hier die AU heißt, steht nicht für AU, sondern steht für astronomische Einheit. Abstand Erde-Sonne, 150 Millionen Kilometer oder in Licht ausgedrückt 8,13 Minuten. Das ist also ein Sonnensystem, was wir hier sehen. Wir sehen aus der Entfernung ein Sonnensystem. Und es wird noch viel besser, Ladies and Gentlemen. Wir sehen nämlich jetzt inzwischen tatsächlich, wie Planeten um andere Sterne herum entstehen. Wenn sich in einer solchen Gasstaubscheibe ein Planet bildet und das Material sich zu ihm, nämlich zu dem Planeten zieht, dann ist natürlicherweise eine Lücke da. Denn der Planet dreht sich ja um den Stern herum. Währenddessen saugt er alles auf, dessen er habhaft werden kann. Und das HL hier steht nicht für Harald Lesch, weiß nicht genau, was das hier ist.
das ist ein solches Objekt, was in dieser Gaswolke drin ist. Und gucken Sie mal, gucken Sie mal, gucken Sie mal. Wir sehen die Lücken, wir sehen hier, wie hier innen drin tatsächlich Planeten entstehen. Wir können diese Dinge heute beobachten, dank eines Interferometers, was in den südamerikanischen Anden in 5000 Meter Höhe ist. ALMA, ein Wahnsinnsgerät. Und hier können wir sogar beobachten, wie sich ein Planet um einen Stern herum bewegt. Zwischen Dezember 2014 und September 2015. Hier gerade dieses HL Tauri-Ding. Wie unglaublich gut das geworden ist, kann man sehen. Früher sahen wir nur sowas. Die thermische Strahlung von Festkörpern ist das. Die kleiner sind als 1 Zentimeter, also nicht Plastik. Ja. Das ist Staub und dann können wir uns immer weiter und genauer angucken, was wir da sehen. Immer noch von kleiner als 1 Zentimeter, aber viel genauer. Und heutzutage wissen wir, das hier ist ungefähr die Bahn von Neptun. 30 astronomische Einheiten. Wir hier innen drin entstehen weiter Planeten. Unglaublich. Wir sind also heute live dabei, wie Planetensysteme entstehen. Wir haben schon viele Tausende entdeckt, aber jetzt können wir uns angucken, wie es passiert. Wir können Schnappschüsse machen von Planetensystemen und demnächst haben wir das 39 Meter hat der Spiegel, ne? Ja, danke. Ja, sie ist eine richtige Astronomin, ich bin nur Theoretiker. Und das ist das Extremely Large Telescope. Wie ich immer sage, Astronomen sind außerordentlich fantasievolle Namensgeber. Ein sehr großes Teleskop heißt bei Ihnen Very Large Telescope und ein verdammt großes Teleskop heißt halt Extremely Large Telescope. Ja, in Amerika heißt es Overwhelmingly Large Telescope. OWL, also für Eule. Ja, die haben immer so einen Hang zu, aber gut. Wie komme ich drauf? Schauen wir uns an, wie das aussieht. Was kommt denn da raus? Da ist ein Stern, der entsteht. Der ist also, wie Sie sehen können, der Größenvergleich ist gewaltig. 700.000 Kilometer Radius. Das ist unser Brocken hier. Sie wissen noch, wie schwer er ist? Genau, 333.000 Erdmassen. Gucken Sie mal, das sind wir hier. Das ist der kleine Futzler hier. Das ist hier immerhin der Brocken. Jupiter, doppelt so schwer wie alle anderen Planeten zusammen. 317 Erdmassen, hier 95 Erdmassen. Neptun und Uranus hier. Und hier sind die kleinen Stoppelhopser. Hier ist übrigens Pluto noch mit dabei. Das ist ja nichts. Die haben übrigens das größte Problem. Sollte mal ein Stern an uns vorüberziehen, wenn ein Stern vorüberzieht, ja, dann haben die großen Brocken haben kein Problem. Die haben kein Problem. Nur hier die kleinen. Zack, sind die aus ihren Bahnen raus. Die Tatsache, dass sie hier sitzen und mir zuhören, die Tatsache, dass ich hier stehe, die Tatsache, dass überhaupt was ist auf diesem Planeten, was mehr ist als nur einfach ein Felsenbrocken, hat damit zu tun, dass er in unserem Sonnensystem offenbar nie in den letzten 4,567, und so alt ist das Sonnensystem, Milliarden Jahren, nichts unsere Existenz bedroht hat. Nichts. Das ist unglaublich. Wir leben in einem Teil der Milchstraße, wo nichts los ist. Also gar nichts. Gott sei Dank, ja. Ja, also ein Lob der Langeweile. Sie wissen ja, wie viel Unheil ist durch Nichtstun schon verhindert worden. Ne? Gibt so Tage, da sollte man genauso mit diesem Satz anfangen. Ich bleibe im Bett. Und, ja. Also wenn man dann sich anschaut, wir haben hier unseren Stern, nämlich die Sonne. Und das ist ein bisschen ein anderes Bild. Das ist nämlich eigentlich in Röntgenstrahlung. Man sieht hier eigentlich die dunklen Flecken, die Sie normalerweise auf der Oberfläche der Sonne sehen. Das ist Röntgenstrahlung, das sind die Flecken, in denen die Magnetfelder besonders stark sind. Und das hier würden Sie eher heller sehen. Angefangen hat die Erforschung dieses Objektes mit Josef von Fraunhofer, der diese dunklen Linien gefunden hat. Die Absorptionslinien, das ist der Beginn der Astrophysik. Der Beginn davon, dass wir die Physik der Erde auf den Himmel anwenden. Und zwar nicht nur die Mechanik, sondern auch die Physik des Lichtes. Und die Entdeckung, dass jenseits des Roten und immer, also jenseits des Roten das Infrarote ist und jenseits des Blauen das Ultraviolette ist, hat das elektromagnetische Spektrum ja unglaublich weit aufgerissen. Später wird man die Röntgenstrahlung entdecken, man wird die Radiostrahlung kennenlernen und sogar die Gammastrahlung. Man wird wissen, dass wir hier ein Instrument zur Verfügung haben, mit dem wir auf ganz unterschiedlichen Energien unseren Kosmos und unsere Welt durchsuchen können. Man wird dann feststellen, dass die Sonne nicht nur scheint, sondern dass dieser Planet, unsere Erde, eine Wechselwirkung mit ihr hat und nicht nur die, wie wir gleich sehen werden. Aber das ist eine interessante, denn dieser Gasball, oh, das sieht aber schlecht aus. Sie wissen, was ich meine. Hier haben wir das Magnetfeld der Erde, was durch diesen Sonnenwind angeblasen wird. Und wenn dieses Magnetfeld nicht da wäre, dann hätten wir hier auf der Erde gewaltige Probleme. Aber so gibt es dort oben elektrische Stromkreise. Also das Magnetfeld wird geschüttelt, nicht gerührt. Und auf diese Weise entstehen also die sogenannten Nordlichter, was in Bayern einen ganz besonderen Lacher immer hervorruft, weil da der Begriff des Nordlichts
sozusagen von vornherein bedankt ist, besetzt ist. Also man sieht hier, hier oben wird die Aurora Borealis, die Aurora Australis am südlich, da gibt es dann auch. Und das Ganze ist ein Schutzschild für unseren Planeten. Und woher kommt das, dass unser Planet ein Magnetfeld hat? Nun, es kommt durch Prozesse, die in seinem Innern einen Dynamo aufbauen. Und wie ist der entstanden, dieser Planet? Das sagen uns die Meteoriten, die eben in der Zeit um 1800 herum auch allmählich eine neue Interpretation erfuhren. Man dachte doch bis dahin tatsächlich, ja, diese Meteoriten, das sind irgendwie so übrig gebliebene Gesteine von so Vulkanausbrüchen, sind alles irdisch. Gladney erst war derjenige, der gesagt hat, okay, das ist ein Material, das kommt vom Universum, das kommt von außen rein. Dann kann ich nur sagen, jawohl, Glückwunsch, super. Das sind unsere wichtigsten Kronzeugen heutzutage, wenn es darum geht zu sagen, wie ist unser Sonnensystem entstanden, in welcher Nähe zum Beispiel eine Supernova mit 25 Sonnenmassen explodiert sein muss, um die Tochterisotope zu erklären. Isotop, gleiches physikalisches, chemisches Element, aber mehr oder weniger Neutronen. Um diese Isotopenverteilung in dem Gesteinsmaterial der Meteoriten festzunageln, um zu wissen, wie kommt die Konzentration dahin, kann man genau sagen, ein Drittel Lichtjahr von dem Ort entfernt, wo später das Sonnensystem entsteht, muss eine Supernova ungefähr 1,7 bis 3,5 Millionen Jahre vorher explodiert sein. Ansonsten würden wir die Zusammensetzung dieser Meteoriten nicht verstehen. Das wussten die Leute natürlich damals noch nicht. Sie erkennen daran, wie stark, wie potent, wie epochal Naturwissenschaften heute sind, wie sie alles benutzen, dessen sie habhaft werden können, um eben nicht nur im Labor experimentell überprüfbare Ergebnisse zu liefern, sondern auch Erklärungen, die sich gegenseitig stützen und korrelieren, wenn es um historische Abläufe geht. Eine unglaubliche Erkenntnis, und man muss sich wirklich immer wieder aufs Neue fragen, wie kann es sein, dass diese Form, eine der größten Leistungen des menschlichen Geistes heutzutage in den öffentlichen Diskursen so schlecht wegkommt. Wie kann das sein? Also, aus den Meteoriten lässt sich dann ableiten, wie aus kleinen Brocken Felsenplaneten geworden sein müssen. Wieder eine Computersimulation, die zeigt, wie innerhalb von 100 Millionen Jahren, und Sie sehen, es dauert viel länger, hier haben wir wieder die Entfernung in astronomischen Einheiten, hier haben wir die Masse 1 wäre eine Erde, also hier haben wir die Erde, Venus, und so weiter, Mars und Merkur. Hier sehen wir mal das Verhältnis von Deuterium, das ist schwerer Wasserstoff, zu Wasserstoff. Und das ist das, was wir in den antarktischen Mikrometeoriten sehen. Das ist das, was wir in den kohligen Chondriten sehen. Und Sie sehen, das ist das, was wir in den Ozeanen haben. Das Wasser auf unserem Planeten kommt im Wesentlichen von Asteroiden und zu 15% von Kometen. Wenn Sie also nachher da draußen stehen und sich diesen Wahnsinnsstoff, ich weiß nicht, ob Sie schon jemals darüber nachgedacht haben, die Verbindung von zwei Gasen wird unter normalen atmosphärischen Bedingungen zu einer Flüssigkeit ein großes Rätsel, dessen man nur habhaft werden kann, wenn man die Form des Moleküls kennt und diesen Winkel zwischen den beiden Wasserstoffatomen, ja, diese 104,5 Grad. Wäre der Winkel ein wenig anders, würde Wasser schon bei minus 70 Grad Celsius sieden. Eine unglaubliche Geschichte. Und so können wir auch die Geschichte der Ozeane erklären. Die Einschläge von Asteroiden, die 200 Mal mehr Wasser, doppelt so viel Wasser hatten, wie das, was wir heute auf unserem Planeten haben. Einschlag von einem Planetesimal, haben wir schon gehört. Der hat allerdings wesentlich dazu beigetragen, dass das Wasser verdampfte. Und dieser hohe atmosphärische Druck, den es auf unsere Atmosphäre gegeben haben muss, Wasserdampf und Kohlendioxid, hat dann letztlich dazu einen sehr starken Treibhauseffekt. Auch das eine Geschichte für sich. Denn die Ursonne, die frühe Sonne, war wesentlich leuchtschwächer als heute. Unser Planet hätte, nachdem er sich abgekühlt hat, eigentlich komplett einfrieren müssen. Vergletschert für immer, 10 Kilometer groß, dicke Eisschicht, wäre nie mehr aufgetaucht. Denn Eis ist weiß. Und die Weisheit, also die Albedo, so ist die Übersetzung, die Weisheit, also die Art, die Grad des Weißseins, die wäre so hoch gewesen, dass das Sonnenlicht, selbst als die Sonne sich dann allmählich in ihrer Leuchtkraft erhöht hat, nicht in der Lage gewesen wäre, unseren Planeten wieder aufzutauen. Wir müssen einen massiven Treibhauseffekt am Anfang gehabt haben, der unseren Planeten davor bewahrt hat, sich tatsächlich komplett zu vergletschern. Und so kann man die Geschichten erzählen, wie ein Wasserdampf kondensiert, sich binnen 1000 Jahren sich die Ozeane bilden, Niederschlag ca. 7000 mm pro Jahr. Also das ist schon richtig ordentlich für alle Beteiligten. Ja, und dann denkt man doch, mein Gott, das muss doch alles früher so heiß gewesen sein. Vor 4,5, 6, 7 Milliarden Jahren ist das alles passiert und dann findet man solche Zirkone.
Und diese Kristalle sagen einem, dass schon vor 4,4 Milliarden Jahren flüssiges Wasser auf der Erde war. Das ist der Grund, weshalb wir an diese Ozeanmodelle glauben und an die festen, an die sehr, sehr dichten Atmosphäre. Man kann also praktisch schon zeigen, dass wir ganz, ganz früh flüssiges Wasser hatten. Unser Planet muss möglicherweise sogar schon während der Mondentstehung Wasser mindestens an der Oberfläche gehabt haben, zumindest in der Atmosphäre, und dass dieser Einschlag nur streifend war. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben. Streifend. Der war nicht zentral. Zentral wäre eine Katastrophe geworden. Und damals muss das Wasser schon da gewesen sein und viele andere Prozesse, von denen ich hier gar nicht reden will. Aber das hat letztlich dazu geführt, dass wir es mit einer Atmosphäre zu tun hatten am Anfang, die nur aus Kohlendioxid bestand und Wasserdampf. Die Ozeane waren zwar noch heiß, um Leben zu ermöglichen, aber offenbar gut genug, damit es überhaupt losgegangen ist. Möglicherweise haben unsere Ozeane sogar angefangen als Soda-Ozeane und später erst sind sie zu Salzwasser geworden. Aber was auf jeden Fall passiert ist, sonst wären wir nicht da, ist ein Prozess, der einen eigenen Vortrag verlangt, nämlich die Entstehung von Leben. Warum ich den jetzt hier reinbringe, hat natürlich damit zu tun, dass wir eine ganze Menge von dem auch tatsächlich heute schon verstehen. Es gibt einen geochemischen Anteil, es gibt sowas wie Chemie am Anfang, also es gibt eine Reihe von Molekülen, die sich dann zusammentun zu sogenannten Compounds. Das heißt, das Material beginnt in porösem Gestein sich zu etwas zu bilden, von dem ja schon die Rede war. Denn im interstellaren Medium war ja schon von der Aminosäure Glycin die Rede. Es gibt die Zucker, die Basen, alle möglichen organischen Vorläufermoleküle gibt es. Und dann muss was passiert sein, dass tatsächlich, und das kann ich hier wirklich nur sehr, sehr, sehr skizzieren, da muss was passiert sein, was wahrscheinlich mit diesen sogenannten hydrothermalen Schloten zu tun hat, wobei es sich um welche handelt, die nicht so heiß sind. Solche Gebilde hier sind die idealen Gebilde für die Entstehung des Lebens, wo sich Zellen bilden können, also tatsächlich zunächst einmal geografische Zellen, hätte ich fast gesagt, physikalische Zellen, in denen man dann so kleine Laboratorien hat. Und dann von diesem Lebewesen, was hier am Anfang war, der Last Universal Common Ancestor, der LUCA, daraus müssen alle Lebewesen geworden sein, die wir heute kennen. Da gibt es die Bakterien, es gibt die Archaea, das sind die Extremen, die also sehr extreme Zustände aushalten, bis 110 Grad Salpetersäure. Und dann gibt es eben uns. Ja, wir gehören hierhin in die Animalia, hätte ich fast gesagt, Animalia. Also das sind die Pflanzen, die Pilze und die Tiere. Das sind wir. Und dazwischen gibt es einen sogenannten Darwinian Threshold. Das heißt, da unten ist irgendwas passiert, was wir überhaupt nicht auflösen können. Eine Urgemeinschaft mit ausgeprägtem horizontalen Gentransfer, der sich übrigens in uns heute noch tatsächlich nachweisen lässt. Nämlich Teile unserer Gene stammen von Viren, die haben wir aufgenommen, haben unsere Urahnen aufgenommen. Und aus all diesem, nämlich aus dem Leben, aus dem Wasser, Transport auf die Erde, daraus ist dann das geworden, was wir heute kennen. Der Blick auf diesen Planeten, wenn wir mal tatsächlich vom Mond am Freitagnachmittag nach Hause kämen, dann würden wir das sehen, diesen blauen Planeten. Und auf diesem blauen Planeten haben sich eben eine ganze Entwicklungsgeschichte abgespielt über viele Milliarden Jahren. Und um 1800 herum fing man an damit, diese erdgeschichtlichen Abgrenzungen tatsächlich zu sehen. Natürlich wusste man noch nichts von Scheiben. Man wusste nicht, wie der Mond entstanden ist. Aber man ahnte schon, dass irgendwie dieses Leben zellulär sein muss. Also es muss eine Zelle sein. Es muss, und das wusste man natürlich auch noch nicht, woher kommt eigentlich so eine Schutzschicht wie die Ozonschicht? Wie ist die Photosynthese entstanden? Wann ist das passiert? Wie stark ist das gewesen? Wann hat das Leben auf unserem Planeten den Planeten so verwandelt, dass es seine eigene Schutzschicht geschaffen hat vor der ultravioletten Strahlung der Sonne? Wieso hat es Milliarden Jahre gedauert, bis aus Einzellern endlich mal ein bisschen was geworden ist, was wir als Lebewesen identifizieren könnten, bis hin zu den ganz großen Brocken, die natürlich auch im 18. und 19. Jahrhundert wurden die Fossilienfunde ja immer dramatischer. Da entstand ja der Begriff des Dinosauriers und so weiter. Was da alles passiert, die Einteilung in die verschiedenen Erdzeitalter ist da passiert. Und hier sieht man ein bisschen was darüber, was wir heute sagen können über die Vergangenheiten unserer Kontinente. Und dann taucht irgendwann der Mensch auf. Und der Mensch taucht deswegen auf, Achtung, weil hier diese indische Platte gegen die euroasiatische Platte gerammt ist, dabei das Himalaya-Gebirge und das tibetanische Hochland hochgehoben hat. Dadurch haben sich die Monsunströmungen geändert und dadurch ist es in Ostafrika trocken geworden.
Und dann war der Abstand zwischen den Bäumen immer größer. Wie heißt es so schön? Der gute Kollege Josef Reichhoff hat es mal so gesagt, der kurzsichtige Affe ist nicht unser Vorfahre, weil der ja an der Liane vorbeigeknallt ist. Ne? Der hat vorbeigegriffen. Ne? Ja? Und nun gucken wir uns das mal an. Die Gründe, die dazu führen, warum wir heute fest davon überzeugt sind, wie die Dynamik unseres Planeten ist, hat vor allen Dingen etwas mit sowas zu tun, nämlich mit Karten, wo sind die Erdbebengebiete. Und Sie wissen natürlich, worum es hier geht. Es geht um die Plattentektonik. Nun, die Bewegungen solcher Platten, die sind so langsam, die können Sie vergleichen mit der Geschwindigkeit, mit der unsere Fingernägel wachsen. Da können wir es also nicht direkt sehen, aber wenn wir mal in so einen Lavasee in Äthiopien reingucken und das ein bisschen beschleunigen, dann kann man tatsächlich sehen, wie solche Konvektionsbewegungen, also solche Aufwärtsbewegungen des Heißen, das sich oben abkühlt, wie das so aussieht, wie Platten zerreißen, wie Hotspots entstehen und so weiter. Man sieht also hier die ganze Zeit, das Material kommt so hoch und kommt dahin wieder runter. Man ahnt schon, aha, hier gibt es jetzt was, hier gibt es eine Bruchlinie. Also das wird auseinanderreißen, das Material wird aufsteigen und dabei, da haben sie es. So muss es passiert sein. Ja. Das ist nur pure Physik. Und das hat sich im Laufe der Erdgeschichte dann so abgespielt, dass man eben tatsächlich sagen kann, wie so praktisch vor 425 Jahren, Millionen Jahren, 390 Millionen Jahren und so weiter. Das haben Sie alle schon mal gesehen, wie dann tatsächlich zum Beispiel vor 250 Millionen Jahren im Perm praktisch alle Kontinente zusammenhingen. Ein katastrophales Massenaussterben stattfand, weil es im Innern dieses Kontinents viel zu trocken war. Das wurde immer schlimmer. Und dann natürlich, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, wir haben hier zum Beispiel den Tag, hier, da waren, ne, da ist ja hier, das war ein Freitagnachmittag und da waren eigentlich alle, wollten an den Strand. Und dann knallte der da rein, ja. Aber Sie sehen schon, hier kommt Afrika allmählich hoch, hier läuft Indien noch in Richtung Asien hoch. Ja, und dann, ja, vor 50 Millionen Jahren allmählich, hier bildet sich dann so eine Landbrücke zwischen den beiden Amerikas aus. Das heißt, der Ozean hier muss auf einmal mit dem heißen Wasser, was hier entsteht, klarkommen. Es bildet sich der Golfstrom aus. Übrigens, was ich immer interessant finde, gucken Sie mal hier. Großbritannien ist die ganze Zeit irgendwie an der gleichen Stelle. Und jetzt wollen die weg. Am 31. Oktober. Ist das auch ein Freitag? Ich weiß gar nicht. Es wird auch so ein Meteoriteneinschlag werden für die. Ja, und dann, so sieht es momentan aus, aber gucken Sie mal. So wird die Welt in 50 Millionen Jahren aussehen. Gucken Sie mal. Afrika schiebt sich hier hoch, Riesengebirge und so weiter, Amerika haut ab, sowieso. Ja. Und da ist dann auch für England, jetzt ist es passiert, ja. Das, wahrscheinlich weiß der Johnson das nicht, ja. Der weiß es nicht. Nun, letztendlich haben wir natürlich hier jetzt eine Riesengeschichte in einem Wahnsinnstempo durchgezogen und ich kann Ihnen das auch nur anbieten, also wenn Sie wollen, ich kann euch das geben als PDF-Datei, dann können Sie das alles nacharbeiten. Ich sage immer, also als Hochschulprofessor, wir sind ja in Zeiten von Bologna, da muss ja jede Veranstaltung muss ja existenzberechtigt werden, also falls Sie noch ECTS-Punkte brauchen oder irgend sowas, dann schreiben Sie eine Klausur, schicken Sie mir die und unterschreibe alles. Ja. Also das ist die ganz große Geschichte und inzwischen können wir eben nicht nur über das Leben im Allgemeinen, sondern auch über die Art und Weise, wie wir Menschen uns verteilt haben. Aber das, was ich Ihnen erzählt habe, hat was damit zu tun, wie wir angefangen haben, wie der Kosmos war, wie diese selbstgravitierenden Systeme entstanden sind, also Sterne, Galaxien und so weiter, wie die Planeten sich entwickelt haben, wie dann Ursprung des Lebens zumindest gedacht werden kann und so weiter und so weiter. Man könnte jetzt noch die nächsten Schritte gehen, das kann ich aber nur andeuten. Was aber ganz interessant ist, ist tatsächlich unsere eigene Geschichte, wo wir eigentlich herkommen. Wir sind alle Afrikaner, wir kommen alle aus Ostafrika und es gab so ein Beispiel um das Jahr 72.000 herum eine Riesenexplosion von Toba, einem gewaltigen Supervulkan hier in Indonesien. Und dessen Ausbruch war so drastisch, dass es so kalt wurde auf unserem Planeten, dass nur wenige Tausend von uns übrig geblieben sind. Und dann ist es tatsächlich nochmal zu einer zweiten Welle gekommen und hier raus. Und wir haben uns dann über den gesamten Planeten ausgebreitet. Auch das eine riesige Geschichte. Mit natürlich ganz erheblichen Auswirkungen, wie wir alle wissen. Und heutzutage sind wir in einer Situation, wo wir eine eigene Sphäre gebildet haben in der Art und Weise, wie wir leben. Nämlich hier die Anthroposphäre, das ist die Sphäre des Menschen. Und hier die Natur reagiert natürlich auf die Art und Weise, wie wir diese
wie wir diese Natur verändern. Die Biosphäre, die Atmosphäre, aber auch inzwischen die Kryosphäre, die immer weniger wird. Das ist die Welt des Eises. Wie die Atmosphäre sich verändert, wie die Biosphäre sich verändert. Denken Sie nur an die Nachrichten. 80% der Insekten in Deutschland sind weg. Die biologische Vielfalt auf der ganzen Welt wird immer weiter und weiter reduziert. Wir verändern die Natur und diese Natur wechselwirkt natürlich mit uns. Und wir müssen uns nicht wundern, dass diese veränderte Natur eben sich verändert. Und es geht nicht dann darum, an die Naturgesetze zu zweifeln. Das ist nicht der Punkt. Es geht immer darum, dass die Naturgesetze nur mit den Rand- und Anfangsbedingungen, die da sind, arbeiten kann. Und da gibt es völlig unterschiedliche Lösungen. Wir erleben zurzeit, wie der gesamte Planet sich erwärmt, von Nordpol bis zum Südpol. Das ist was ganz anderes als diese Wärmeperioden, die es mal gab, wo Grönland grün war oder im Mittelalter war es schon mal wärmer oder bei den Römern war es schon mal wärmer. Das ist alles nur lokaler Kram. Was wir jetzt erleben, ist eine völlig neue Situation. In den letzten 3 Millionen Jahren hat es das nicht gegeben. Solange es den Homo sapiens gibt, war die Situation noch nie so, noch nie. Und das haben wir in den letzten 150 Jahren durch starke Industrialisierung angerichtet. Und ich bin mir sicher, dass alle, die im Jahr 1800 vielleicht hier im Wittumspalais zusammengesessen hätten und sich gefragt hätten, was machen wir, bei einem solchen Bild gesagt haben, so können wir nicht weitermachen. Schon vor 200 Jahren. Was ich Ihnen erzählt habe, ist die Geschichte der Natur als ein Selbstorganisationsprozess, wo viele, viele, viele Punkte auftauchen, die von großer Bedeutung sind und die um 1800 schon angefangen wurden. Man hat schon nachgedacht über Naturgesetze und man hat nachgedacht darüber, dass diese neuen Möglichkeiten, die da sein müssen, damit Neues entsteht, nur dadurch entsteht, dass tatsächlich Dinge eben voneinander abweichen. Nicht Perfektion ist das, was das Universum antreibt, sondern immer ein bisschen was Neues. Es gibt ständig neue Optionen in der Natur. Die Natur ist ein Spieler. Pausenlos wird was angeboten, pausenlos werden neue Angebote gemacht. Und wir sind in der Lage, mit Hilfe unserer Vernunft tatsächlich in diese natürlichen Prozesse Einblick zu erhalten und können uns in der Ausstellung Abenteuer der Vernunft angucken, wie das angefangen hat. Aber ich muss Ihnen auch sagen, ich habe hier nochmal von Alexander von Humboldt einen Wahnsinnssatz: Die Natur muss gefühlt werden. Wer sie nur sieht und abstrahiert, kann Pflanzen und Tiere zergliedern, wird die Natur zu beschreiben wissen, ihr aber selbst ewig fremd sein. Das ist der entscheidende Punkt. Ich kann Ihnen eine Geschichte über Dinge erzählen, die vor 4,567 Milliarden, ja vor 13,82 Milliarden und so weiter. Ich kann Ihnen das so konsistent erzählen und so weiter, wie es nur irgendwie möglich ist. Aber der entscheidende Punkt ist, wie gehen wir mit Natur um? Gehen Sie raus. Gehen Sie in den Wald, gehen Sie raus und spüren Sie, was da los ist. Gehen Sie mit Ihren Kindern raus. Sie müssen die Bäume nicht umarmen, um Gottes Willen. Aber gehen Sie raus, spüren Sie das. Spüren Sie, dass Sie selbst ein Teil davon sind. Und dass, wenn wir unseren Planeten krank machen, wir uns selbst krank machen. Das ist die Nachricht, die zumindest ich aus dem Club der, muss ich leider sagen, toten Dichter mitgenommen habe. Ich danke Ihnen sehr. Danke.